Ja, ehrgeizig war ich immer und auch gegen mich selbst, immer rücksichtslos selbst auch, nicht? Also dann, ich habe mich nicht von kleinen Wehwehchen oder irgendwelchen Verletzungen beeindrucken lassen. Da gehörten schon unter anderem Krankheiten, sei es Erkältung, wenn es nicht gerade Fieber war, da habe ich immer gespielt. Da nichts mit zu Hause bleiben oder Mandelentzündung, das gab es gar nicht. Nicht? Und auch andere Verletzungen, die ich auf dem Platz erlitten habe, bis auf den Ellbogen, Bruchfuß, mich immer runtergetragen haben gegen Kaiserslautern, das war im Dezember. Da haben wir hier 1-1 gespielt, das Rückspiel haben wir da 4-0 verloren. Ja, so also habe ich dann immer weiter gespielt. Ne? Ich glaube, gegen Datteln war das auf der Alm. Da Das hatte ich auch. ging der Stopper, der spielte ja als Stopper, wie gesagt, den Namen hat er ja von mir, weil wir in Pütz sagten wir einfach Stopper, also wir sagten die Mittelläufer, ne? Und als ich nach Hirn kam, da sagte ich, sprach ich den mit Stopper an, da guckt er mich erst an, ne? Ich sag, so sagt man das. Und seitdem hat er den, ne? Und dann ging der beim Kopfball hoch und die hatten damals den Fechner, kannst du dich erinnern, der Ja. Mittelstürmer, eine Bombe auch. Und dann hauten die zusammen und vorne ja alles auf und dann blutete der wie verrückt ab ins Klösterchen, haben mit 10 Mann weitergespielt. Dann wurde der da zusammengeflickt, nicht so wie heute zum Beispiel da geklebt oder geklammert, nein, nein, da wurde einfach ein Pressverband drauf gemacht und dann drauf. Ja, mittlerweile machten die das 2-2 und wir gegen 10 Mann und Datteln war Mitfavorit um die Meisterschaft mit uns. Und dann kam der Stopper wieder und dann spielte der jetzt keinen Stopper mehr, sondern wir haben dann gewechselt. Der ging nach vorne rein und dann gab es ein paar Minuten vor Schluss eine Flanke. Da ging der tatsächlich mit seinem Kopf hoch und haute das Ding rein, platzte natürlich alles auf hier, die Suppe lief und wir gewannen 3-2. Und dann brachten sie den wieder ins Krankenhaus rein und haben den dann erstmal richtig verarztet. Das war unsere Zeit damals, weil es ja wie gesagt auswechseln und so weiter nie gab. Nee. Also für die Abwehr, auch in der Bundesliga, wo ich gespielt habe dann oder spielen durfte, habe ich dann bestimmt, wo der Weg lang ging. Nicht? Das heißt, für die einzelnen sogenannten Außenverteidiger, bei uns schimpfte sich ja das nicht Mittelläufer oder Libero, da schimpfte sich ja noch Stopper. Naja, und so wie sich so weit fortsetze, bis ins Mittelfeld rein. Das habe ich aber dann unbewusst gemacht oder weil ich das einfach wollte. Da haben sie auch drauf reagiert, geht ja auch nicht anders. Also ich habe ja nun lange mit Dieter Schulz zusammengespielt. Er kam aus der VfB-Jugend hervor und wir haben den dann rübergeholt. Und Dieter Schulz war für mich einer der stärksten Abwehrspieler in Deutschland. Was der alleine abgrätschen konnte, seine Grätsche war ja nun ganz bekannt, das hat es für mich nie wieder gegeben hier. Ich kenne keinen, der so im Zweikampf so stark war und so grätschen konnte. Läuferisch war er vielleicht nicht der Stärkste. Aber wenn er zur Grätsche ansetzte, muss man sagen, dann war die Situation bereinigt. Und da gibt es ja auch, glaube ich, noch schöne Bilder, wo er durch die Luft fliegt und, ne? Ja, also zu Schulz, ich habe ja den auch noch erlebt, Stopper Schulz, seit 67. Also eins, was Rudi schon sagte, mit der Grätsche, die war unnachahmlich. Und man nannte sie die Blutgrätsche. Wobei ich aber immer wieder sagen muss, er ist extrem fair da reingegangen. Wenn er da hingegangen ist, dann konnte man größtenteils auch annehmen, dass er den Ball bekam. Natürlich hat er sich dadurch viel Respekt verschafft, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch, wenn er so nach vorne kam, manchmal in unmöglichen Situationen, wo der Ball schon in der Annahme, dass er weit weg ist, da holte er den noch mit seinem langen linken Haken da weg und buxierte den da oben in den Winkel rein oder auch kopfballstark. Und was man ihm auch positiv immer zugestehen musste, er hat für den Fußball gelebt damals, wie ihn das geht. Also das war unnachahmlich. Ich meine, gut, wir mussten das auch, um Leistung zu bringen. Vor allen Dingen nachher im bezahlten Fußball mit dem Aufstieg, wo wir dann morgens und nachmittags Training hatten, erstmalig, und wo also der Beruf an die Seite gestellt wurde. Aber da hat er ganz total für den Fußball gelebt. Gut, in späterer Zeit wurde es natürlich anders, aber das muss man ihm wirklich immer wieder Der erste Profi, glaube ich, war es. Ja, gut. Man braucht da nur unseren viel gelobten und zitierten Stopper Schulz mal fragen. Der hörte damals in die allererste Riege rein und das war auch so ein bisschen damals mein großes Vorbild, als ich ihn halt mal spielen sehe, mit welchem Engagement und Einsatz er das eigentlich gepflegt hat. Ja, ich meine ja, dass ich ein Einzelgänger war. Ich habe zwar für den Sport gelebt, das heißt, ich bin schon. Auch viele Jahre, da war ich ja schon über 30, als ich bei Arminia denn noch tätig war, da bin ich immer um 9, halb 10 ins Bett gegangen. Ich habe nie Alkohol getrunken
Und wenn mir einer mal ein Glas Bier hinstellte, das habe ich nicht getrunken. Nicht? Also alles nur immer alkoholfreies. Einmal da war ich schon durch. Derjenige, der dann der Außenseiter war. Nicht? Das zog sich dann auch so weiter, wie ich sagte, unter anderem nach dem Essen. Das habe ich zwar immer mitgemacht, in den ersten Jahren, in den 60er Jahren noch, wo es dann langsam auseinanderfiel, dass ich dann auch geblieben bin. Aber danach bin ich dann nicht mehr da geblieben. Die drei oder vier, die dann zusammensaßen, da bin ich auch nach Hause gefahren. Nicht? Also ich war schon ein Einzelkämpfer so in dem Dreh. Nicht?